digitale Kirche ist eigentlich, wenn junge Menschen zum Beispiel Kirche digitale Medien nutzen, über 99% der Konfirmanden haben Smartphones und wir nutzen die in der Kirche bisher ganz wenig. Und spannend ist zu gucken, was die machen, wenn die zum Beispiel in Minecraft ihre Welten bauen, wenn die Instagram nutzen, um über Kirche zu kommunizieren. Also einfach deren Medien zu nutzen und von ganz viel von Jugendlichen zu lernen, wie die so Medien nutzen.